Wir als Frankfurter Rundschau machen zu diesem Thema eine Kooperation mit der Bildungsstätte Anne Frank, die hier auch ihr schönes Logo aufgehängt hat. Und wir freuen uns, dass ihr euer Format Streitbar zu uns gebracht habt. Bitte schön. Ja. So, jetzt ist es an. Hallo. Mein Name ist Hadija Haruna. Herzlich willkommen zur 6. Streitbar. Normalerweise in der Bildungsstätte und ich normalerweise im Hessischen Rundfunk. Heute hier mit zwei ganz spannenden Gästen. Kleiner Teaser: Diese Veranstaltung findet immer jeden ersten Donnerstag in der Bildungsstätte Anne Frank statt. Wir treffen uns, um zu streiten, konstruktiv zu streiten. Bedeutet keine Tassen werfen, aber we agree to disagree ist das Thema. Also so auch heute. Gut, dass wir geredet haben. 2 Jahre mit rechten Reden. Dieser Titel bezieht sich auf ein Buch. Vielleicht kennen es manche von euch, mit rechten Reden. Ein Autor ist sogar hier, wie ich gehört habe, Daniel Pascal Zorn, Maximilian Steinweiß und Per Leo haben dieses Buch geschrieben. Vor 2 Jahren sah die gesellschaftliche Debatte zu diesem Thema und die gesellschaftliche Lage noch ein bisschen anders aus. 2 Jahre später können wir per Twitter Zuschauerfragen an Parteivorsitzenden der AfD, Alexander Gauland, stellen, Reinhold Beckmann dabei beobachten, wie er mit dem Journalisten Matthias Matusek singt, neben dem Who is Who der rechten Szene. Wir können beobachten, dass der hessische Chef der Filmförderung, Hans-Joachim Nennweg, sich mit dem AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen trifft. Und wir können sehen, dass nach einem Anschlag in Halle die Kritik im Raum steht, dass die AfD die rechte Gewalt salonfähig gemacht habe. Ist also Reden mit Rechten wichtig, richtig, der richtige Weg? Und wenn ja, worüber sollte geredet werden? Und darüber diskutieren heute 2 Gäste. Zu meiner Linken, herzlich willkommen, Liane Bettner. Sie ist Juristin und Publizistin für verschiedene Medien und Autorenblogs. Ihre Bücher beschäftigen sich mit neurechten Christen, Rechtsextremismus in bürgerlichen Kreisen und der AfD. In ihrer Serie der Tagesspiegel Causa bezeichnet sie sich selbst als liberal-konservativ und sie sagt, als Konservative will sie Konservative in die Pflicht nehmen, nämlich die Geisteshaltung, Zitat, der Konservativen nicht den Rechten zu überlassen. Und deswegen konfrontiert sie Rechtsabweichler und tritt in Dialog mit ihnen, um das Zitat, rechte Sprachspiel effizient zu durchbrechen. Herzlich willkommen. Und zu meiner Rechten Leo Fischer, Literaturwissenschaftler und Philosoph. Man kennt ihn, weil er parodistisch und polemisch in verschiedenen Medien veröffentlicht und 5 Jahre bis 2013 Chefredakteur der Titanic war. Von 2009 bis 2019 war er im Bundesvorstand der Satirepartei Die Partei, sicherlich bekannt. Er vertritt die sogenannte Normalisierungsthese und zählt zu den ersten Kritikern des vorhin von mir benannten Buches mit rechten Reden. Und sein Fokus liegt weniger auf der AfD als auf der Übernahme von AfD-Positionen durch andere Vertreter wie Medien oder PolitikerInnen. Und 2018 wollten er und die Partei mit der Veranstaltung über Rechte reden, dem rechten Mob, Zitat, auf der Buchmesse den Raum nicht überlassen. Herzlich willkommen. Ich stelle mich jetzt auch hin, weil ich mir so ein bisschen komisch vorkomme, wenn ich als Einzige so sitze. Wer in die Streitbar in der Bildungsstätte kommt, weiß, die geht normalerweise gut 2 Stunden. Heute haben wir 45 Minuten. Ich muss sehr laut sprechen und neige gerade dazu, schnell zu sprechen. Ich verlangsame also jetzt und wir machen einen sogenannten Fragenhagel. Der kommt auch immer. Der ist auch verkürzt, das bedeutet kurze Fragen, kurze Antworten. Immer im Wechsel, damit die Leute so ein bisschen checken, was ist eure Position. Ich fange mit dir an, Liane. Mit rechten Reden ist so ein Keysatz. Wir haben den Titel des Buches gehört. Was verstehst du dabei? Also mit wem soll eigentlich über was geredet werden? Damit ist gemeint, dass man es nicht kategorisch ausschließt, mit Rechten die kritische Auseinandersetzung zu suchen, aber man muss sehr genau überlegen, mit wem und in welcher Konstellation. Was bedeutet für dich der Keysatz? Wir haben leider nur 2 Mikrofone. Das bedeutet, dass ich mich auf jemanden einlasse, der potenziell mein Ende will und ihm einen Raum gebe, den er keinen Anspruch hat. Viel diskutiert, wir machen das immer so im Wechsel, jetzt ist er dran.
Genau, das ist genau, damit es immer schön fair ist. Viel diskutiert ist auch die Frage, ob ich differenziere mal Rechte, Rechtspopulisten, Rechtsradikalen eine Plattform gegeben. Wenn sie ihnen gegeben wird, ob man sie dann hoffähig und salonfähig macht. Wie siehst du das? Ich unterstreiche das und es ist eigentlich nur noch die Frage, wie man es macht, weil man kann ihnen fast nicht mehr ausweichen. Und was ist deine Meinung? Salonfähig, wenn man ihnen eine Plattform gibt? Naja, sie sind ja längst da und durch hilfloses Zurückschrecken wird sich dieses Problem nicht irgendwie magisch auflösen. Das heißt, man muss sich schon überlegen, wie man die Leute anspricht, die noch nicht vollständig ideologisiert sind und die man möglicherweise zurückgewinnen kann. Und das kann gelingen, wenn man sie direkt oder ihnen eine Diskussion mit Rechten auch vorsetzt, wo sie dann möglicherweise ihr eigenes Weltbild auch ins Schwanken kommt. Dann gucken wir doch mal kurz mit einer kurzen Frage und kurzen Antwort auf die Medien. Kann es denn einen medial neutralen Umgang mit Rechten, Rechtspopulisten, name them, geben? Nein, also die Rechte fordert ja für sich immer Neutralität ein. Damit meint sie im Grunde, dass sie nicht möchte, dass man sie kritisiert. Und natürlich hat die Rechte bestimmte Merkmale von sehr antipluralistischen Touch und man muss da schon sehr genau hingucken. Dennoch muss man natürlich trennen jetzt zwischen Bericht und Kommentar, aber natürlich muss man sie sehr scharf auch angreifen und sich und ihre doch krummen Weltbilder auch als solche entlarven. Also du siehst eine Möglichkeit für einen Umgang. Wie ist deine Meinung dazu? Also ich sehe einen Umgang da, wo Spielregeln eingehalten werden. Ich glaube, hatte den Eindruck, dass die meisten Leute gar nicht am Spiel teilnehmen wollen, sondern den Spieltisch umwerfen wollen. Und mit so jemandem spielt man nicht. Bleibt bei dir. Wie steht es denn, eine ganz andere Frage, um euer Image, also um dein Image konkret und das Verhalten in der sogenannten rechten und linken Blase? Das führt jetzt etwas weit. Eine kurze Antwort? Also ich habe das Gefühl, dass 2017 haben gerade hier auch auf der Buchmesse alle immer noch sehr hilflos agiert. Ich habe das Gefühl, dass die Trennlinien mittlerweile ein bisschen schärfer sind, dass sich auch gewisse Umgangsformen so etabliert haben. Aber du hast ja schon erwähnt, wenn Jörg Meuthen zwei Tage nach dem Anschlag bereits im Morgenmagazin Interviews halten kann, dann funktioniert halt irgendwas immer noch nicht. Wie siehst du das? Es gibt nach wie vor eine gewisse Hilflosigkeit und oftmals sind auch Gesprächsteilnehmer gerade in größeren Talkshows auch dem tatsächlich nicht gewachsen, weil die Rechten schon sehr genau wissen, wie sie reden müssen und ihre Botschaften ablassen. Auf der anderen Seite, finde ich, sieht man eigentlich zunehmend eine in Teilen hysterische Linke, die sich aufregt, sobald potenziell irgendetwas Rechtes lauert und es irgendwie entfernen will, also aktuell jetzt gerade an der Hamburger Uni, die Art und Weise, wie da mit Bernd Lucke umgegangen wurde und das ist insofern hilflos, als es, ich kann das natürlich, dass man sich empört, verstehen, aber dann seinerseits auch zu autoritären Methoden zu greifen, wie da jetzt in Hamburg geschehen, das bringt überhaupt nichts. Und nach wie vor gibt es ein großes Strategiedefizit im Umgang mit Rechten. Passt gut zur Abschlussfrage des Fragenhagels. Wenn du zurückguckst auf die letzten zwei Jahre mit Rechten reden, wir haben es gehört, das Buch kam, wo stehen wir denn mit Rechten reden? Am Anfang, mittendrin? Ich würde sagen, wir stehen immer insofern noch relativ am Anfang, als eben viele Strategien, oder insofern oftmals wenig Strategien gibt, ein großer, wie ich schon sagte, hilfloser Umgang mit der Rechten. Viele Sachen, die in dem Buch auch drinstehen, wie eben dieses Sprachspiel auch der Rechten funktioniert, wird nicht begriffen. Also man reagiert immer noch empört und wie ich schon sagte, auch hysterisch. Und so diese wirklich sehr sachliche Auseinandersetzung, die Leute auch mal in Interviews sehr hart zu konfrontieren und jetzt nicht wie zum Beispiel im ZDF einfach nur sich an Höckes Semantik aufzuhängen, sondern auch mal fragen, wo führt das eigentlich inhaltlich hin, was wollen sie, die Leute so festnageln, was eigentlich entlarvend wäre, das passiert viel zu wenig. Wir vertiefen das noch, jetzt aber noch die Frage an dich, mit rechten Reden, dein Fazit am Anfang, mittendrin oder vielleicht gescheitert? Ich glaube, wir sind eigentlich so am Ende der Optionen angekommen und im weiten Teil haben sie eigentlich schon gewonnen, jetzt ist es Schadensbegrenzung. So, das war ein schneller Fragenhagel. Der dient dem, wir haben nicht so viel Zeit. Jetzt für mich sind eure Positionen schon ziemlich deutlich geworden. Lasst uns vertiefen. Mit Rechten reden ist, wenn man guckt, keine neue Idee. Wenn man in Konzepte sozialer Arbeit guckt, dann gab es mal so einen Ansatz, der nannte sich akzeptierender Ansatz, führte dann dazu, dass man später in Jugendzentren nationale Hochburgen hatte. Dann hatte man so einen sogenannten konfrontierenden Ansatz. Der geht schon so in die Richtung mit Rechten reden. Und man könnte natürlich anknüpfen und sagen, auch dieser Ansatz der Konfrontation ist bedingt erfolgreich. Und jetzt kommst du. Du sagst, ich bin dialogbereit, ich rücke an die Nähe, ich will da was zurückholen. Erklär uns, mit wem sprichst du und nach welchen Regeln?
Also zunächst mal eine klare Trennlinie zu ziehen. Ich würde nicht mit Rechtsextremisten sprechen. Also beispielsweise nicht mit Identitären, wer klar als rechtsextremistisch auch eingestuft ist, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Es geht also um diese Ebene darunter, also sprich entweder Rechtsintellektuelle oder auch AfD-Vertreter. Ich habe konkret mich schon bei einem Kongress mit Dieter Stein auseinandergesetzt. Das ist der Chefredakteur der Jungen Freiheit. Ich war in einer Talkshow im NDR mit André Poggenburg. So die Grundvoraussetzung ist, also es muss schon mal jemand sein, der über mich nicht öffentlich lästert oder Falschbehauptungen in die Welt setzt. Also es muss schon ein anständiger persönlicher Umgang auch sein. Und ansonsten muss man halt schauen, in welcher Konstellation und vor allem vor welchem Publikum. Also was für mich eine klare Grenze wäre, ich würde niemals, ich nenne es immer die Terrainfrage, also ich würde niemals auf dem Grund eines rechten Mediums mit Rechten streiten. Also wenn dann eben in einem etablierten Medium, wo man sie konfrontiert, aber man muss natürlich aufpassen, dass man sich nicht in ihr Spielfeld hineinziehen lässt. Und das hängt es dann vom Thema ab. Also ich würde es immer dann machen, wenn ich die Chance sehen würde, dass im Publikum vielleicht 4, 5 Leute sitzen, gerade auch in diesen AfD-Hochburgen, die man vielleicht noch erreichen kann und die deren Weltbild noch nicht ganz ideologisiert ist. Also nochmal, um das klarzumachen, der Ansatz dieses mit rechten Redens ist ja nicht irgendwie ein mit rechten Kuscheln, sondern es geht darum, dass man eben diese Thesen, die sie in die Welt setzen und bei denen sie so tun, als sei das die einzige politische Wahrheit, dass man das entkräftet, nicht als Selbstzweck, sondern um Leute zu erreichen, die diese Weltbilder schrittweise übernommen haben. Jetzt sagst du nicht kuscheln, du setzt die Grenze keine Rechtsextremen. Wie unterscheidest du denn? Also wie machst du denn deinen Raster auf, in dem Setting geht es? Gibt es da so ein Ranking, das du vornimmst? Das ist ja von außen vielleicht für alle nicht immer ersichtlich. Ja, es ist in der Tat eine nicht so ganz einfache Frage, weil die Grenzen sind natürlich fließend. Also nicht umsonst schaut jetzt ja auch der Verfassungsschutz hin bei dem Flügel rund um Björn Höcke, inwieweit da schon die Grenze zum Rechtsextremismus überschritten wurde. Das betrifft aber diese Ebene des öffentlichen Redens mit Rechten. Was, glaube ich, auch für viele jetzt hier im Publikum auch nochmal fast wichtiger ist, ist das persönliche Reden mit Rechten. Also mit Leuten im Freundes- und Familienkreis oder Leute, die mich als Journalistin kontaktieren. Und das passiert tatsächlich, dass mich Leute kontaktieren, die überlegen, aus der AfD auszusteigen, denen es zu viel wird. Und da ist eben ehrlicherweise sehr viel Geduld gefragt und diese Dialoge führe ich, solange die Leute nicht erstens anfangen, mich oder andere zu beschimpfen. Solche Dialoge finden ja auch auf meiner Facebook-Seite statt. Und dann ist natürlich schon die Grenze, also in dem Moment, wenn jetzt jemand offen anfängt, auch andere abstrakt zu beleidigen, also jetzt anfangen würde, zum Beispiel von Barbaren oder Invasoren zu sprechen über Flüchtlinge, dann wäre auch Schluss. Oder in dem Moment, wenn es antisemitisch wird. Lass uns noch als letzte Frage, bevor ich zu dir wechsle, reingucken. Also wie ist so eine Beziehung, wenn da jetzt jemand kommt, der tatsächlich nicht aus dem Kader oder irgendwie prominent ist und sagt, ich würde da gern. Und dann bist du jetzt meine Ansprechpartnerin, weil du bist irgendwie noch mir am nächsten als Konservative. Was ist das für eine Art Beziehung? Ja, ist ganz interessant. Also ich hatte das dieses Jahr zweimal, dass es genau so anfing. Und einer dieser Menschen auch gefragt hat, ob wir mal telefonieren können. Und dann ist eigentlich die Beziehungsebene relativ okay. Also diese Leute sagen dann ganz offen, es gibt ganz viele Punkte, da stimme ich immer noch nicht mit ihnen überein oder ich ärgere mich über sie. Aber so, ich muss schon sagen, in ihrer Einschätzung dieser gefährlichen, auch radikal neurechten Tendenzen haben sie recht. Und ich fühle mich jetzt, wo ich sehe, dass die Partei immer mehr in diese Richtung geht, nicht mehr wohl. Und dann erzählen die. Und dann ist es auf einer persönlichen Ebene, ist es ein Vertrauensverhältnis, sonst würden die mich ja gar nicht kontaktieren. Und dann hat man eine echte Chance. Dann fühlen sie sich nicht mehr in dem Sinne persönlich stigmatisiert und wenn man dann dranbleibt, wie gesagt, sowas kann über Jahre gehen, das habe ich auch schon gehabt, dann besteht tatsächlich die Chance, dass man Leute schrittweise davon überzeugt, warum eben diese rechten Weltbilder letztlich nicht stichhaltig sind. Also so ein langsames Zurückholen ins Konservative sozusagen. Manche würden jetzt sagen, diese Diskussion tue ich mir nicht an. Du sagst, mit Rechten reden, no way. Warum? Also das ist natürlich irgendwie nur so ein Imperativ, den man nur so allgemein aufstellen kann. Natürlich rede ich jeden Tag mit Recht. Meistens erkenne ich sie ja gar nicht als solche. Die Frage ist aber schon für mich eine Definitionsfrage. Also du sagst, schlägst die Diskussion mit Rechtsextremisten aus. Die Definition dessen hat sich aber verschoben. Wir
die Frage, wer ist ein Rechtsextremist, die wird heute anders beantwortet, als noch in den 90ern beantwortet war. Die Frage, zum Beispiel die politische Forderung, kriminelle Ausländer abschieben, das war eine reine NPD-Forderung. Jetzt geht sie durch alle politischen Parteien hindurch, die findet man in jedem Spektrum. Und ist das jetzt eine rechtsextreme Position? In den 90ern war sie es, jetzt ist sie es keine mehr. Und ich finde, man lässt sich da auf ein Spiel ein, das schon vorher entschieden ist, weil Definitionen einfach von anderen schon festgelegt und bestimmt wurden. Und das ist mein Problem damit. Ja, man muss natürlich sehen, es ist in der Tat so, dass also bestimmte rechtsextremistische Positionen, wie zum Beispiel auch dieses Phantasma des Bevölkerungsaustausches, den man jetzt bekämpfen muss, das ist über den Rechtspopulismus, der ein bisschen drunter angesiedelt ist, letztlich in die Mitte gewandert, klar. Aber das Grundproblem ist, und das würde mich interessieren, wie du das siehst, es ist ja da. Wir haben im Osten, in Sachsen, 27,5% Leute, die AfD gewählt haben, also eine rechtspopulistische Partei, die wird immer stärker werden und eindeutig völkisch rechtsradikalen Flügel. In Thüringen steht sie, wohlgemerkt, die Höcke AfD bei 25%. So, was will man jetzt machen? Wenn man den Leuten alle entgegenruft, mit euch reden wir nicht, das wird nichts ändern. Und wenn die AfD diese Werte hält und möglicherweise auch noch stärker wird, dann nimmt sie natürlich noch mehr Einfluss, dann können sie bestimmte Gremien, Aufsichtsgremien, Rundfunkräte, alles Mögliche besetzen. So, das heißt, wir reden hier nicht über eine 5%-Partei, wo man sagen könnte, die geht, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, sondern wir reden eben über Gedanken, die da sind. Und ich persönlich verstehe auch nicht so ein bisschen diese Verzagtheit letztlich nicht. Also man muss doch eigentlich an die Kraft des eigenen Arguments glauben, sei es als Linke oder auch als Konservative oder Liberale, denn im Grunde sind diese rechten Weltbilder sind sehr, sehr vereinfacht. Sie werden der Komplexität der Moderne nicht gerecht und man kann sie sehr gut entkräften. Und damit macht man sie, das heißt dann, man bietet ihnen eine Bühne. Ich finde also, wenn ich jemandem das die Ideenwelten von jemandem konfrontiere und in Frage stelle, dann biete ich ihm auch keine Bühne. Das ist halt nicht schön für den. Das ist halt auch so ein grundsätzliches Problem bei mir. Es geht immer also gerade so von bürgerlich-konservativen geht es immer nur um Bühne, um Weltbilder, um letztlich ein performatives Spiel in Medien und in Zeitungsartikeln. Wir beide sind jetzt Leute, die von rechter Politik am wenigsten betroffen sind. Aber für andere ist es halt einfach etwas, was ihr Leben grundlegend verändert und negativ beeinflusst. Leute, die von Antisemitismus, Rassismus betroffen sind und so weiter. Das ist halt mehr als ein Ideenspiel und mehr als ein akademischer Diskurs, der in so einem akademischen Milieu verhandelt werden kann. Und da muss es, und dann sage ich, natürlich autoritär, also jetzt gerade auch in der Sache mit Lucke, wie soll man denn anders reagieren? Also irgendwann muss Präsenz gezeigt werden und die wird notwendig eine autoritäre Form annehmen. Also da habe ich gar keine Angst davor. Mal entschieden widersprechen. Also das beißt sich natürlich performativ massiv, wenn man jetzt sagt, man ist gegen die Rechte als eine, und das ist ja eine autoritäre Bewegung, und wenn man jetzt sagt, deswegen müssen wir Linke jetzt autoritär werden, also wenn man man möchte also die freiheitliche Demokratie, die wir haben, verteidigen, indem man selbst autoritär wird, also besser kann man den Rechten eigentlich nicht in die Hand spielen. Und das ist auch eine der Grundthesen des Buchs Mit Rechten reden, wo eben steht, dass durch diese, ich verspitze, wie gesagt, das wörtlich jetzt ein bisschen, aber diese hysterischen Aktionen, man spielt ihnen in die Hände. Die Rechten brauchen uns, um zu existieren, und man kann ihnen keinen größeren Gefallen tun, als all ihre Thesen von der Meinungsdiktatur, von der Ausgrenzung und so weiter, als das immer wieder durch das eigene Verhalten zu bestätigen. Und dann, ganz kurz noch, mir geht es ganz entschieden darum, Minderheiten zu schützen, aber ich werde Minderheiten in diesem Land vor dem Hass dadurch am besten schützen, wenn ich diesen Hass zurückdränge. Und diesen Hass bekomme ich nur dann aus den Köpfen heraus, wenn ich versuche, die Leute, die auf diese Ideen hereingefallen sind, zurückzuholen. Vielleicht können wir noch mal kurz zu der Frage, weil Rechte, und ich würde gerne mal wissen, mit wem redet ihr denn über was? Was ist das? Also ein Lucke wird anders diskutiert als ein Höcke und etc. Und das ist so ein bisschen dieser Kontext. Ist es der Uni-Kontext, ist es die Linke? Also über wen sprecht ihr denn, wenn ihr sprecht? Wen meinst du, wenn du sagst, da gibt es für mich ein No-Go, da diesen Menschen keine Bühne und diesen gibt vielleicht Orte, wo du sagen würdest, naja, da wo sie eh schon salonfähig sind, da wo eh schon der Mainstream sagt, rechts ist okay, da sollte man vielleicht sprechen. Also ein bisschen Differenzierung sozusagen in dieses rechte Reden. Ich bin ja in einer Position, wo ich es mir ja aussuchen kann. Ich bin nicht verpflichtet, mit ihnen zu reden. Ich kann den meisten aus dem Weg gehen. Und wenn ich ihnen begegne, dann tatsächlich auch in so einem akademisch diskursiven Milieu. Aber die Frage ist für mich immer noch, was ist eigentlich rechts? Also wir haben für mich ist Matthias Döpfner, der Chef des Springer-Vorstands, ist halt einfach, ist für mich so der Inbegriff dessen, was bürgerlich ist. Trotzdem verfasst ein Manifest,
dass sich in vielen Punkten einfach mit der Gedankenwelt des Attentäters von Halle deckt. Und das gilt aber als bürgerlich und gilt als bare Münze. Und man kann nichts anderes als sagen Nein. Und darauf lasse ich mich nicht ein. Und wenn das bedeutet, dass man sich zurückziehen muss, dann muss man sich vielleicht auch zurückziehen. Also man kann sicherlich einiges an diesem Text von Matthias Döpfner kritisieren. Das hat halt Dennis Yücel auch getan, der in der gleichen Zeitung in der Welt nicht widersprechen durfte. Aber jetzt zu sagen, dass sich das Weltbild von Herrn Döpfner in weiten Teilen mit dem des Attentäters in Halle deckt, das finde ich schon eine ziemlich steile These, ehrlich gesagt. Also das würde ich zurückweisen. Aber nochmal ganz kurz, also was ist überhaupt rechts? Und da kann man eben, daran kann man es erkennen, und wenn man das verstanden hat, kann man auch so ein bisschen versuchen, die Leute, die so denken, zu knacken. Die Rechte besteht ganz in aller Kürze aus drei Strängen: Antipluralismus, Antiliberalismus, Ethnopluralismus. Das ist diese Vorstellung, nur wir sind im Besitz der politischen Wahrheit, alle anderen sind Altparteien oder Lügenpresse und so weiter. Antiliberalismus, die liberale Welt, die wir haben, wird als dekadent erachtet. Man sieht die natürliche Ordnung gefährdet, zum Beispiel dadurch, dass Homosexuelle heiraten können. Und man ist in Teilen, jedenfalls in den radikalen Teilen, ist man völkisch und möchte im Grunde, dass die Völker weitestgehend unter sich bleiben. Aus all dem ist so eine toxische rechte Erzählung entstanden, die ungefähr so geht: da oben ist die Kanzlerdiktatorin, die das Volk verrät, indem sie das Volk mit Fremden flutet und überhaupt den natürlichen Zustand irgendwie aufweicht. Und dagegen müssen wir es, also auch noch Herrschaft des Unrechts, Kontrollverlust des Staates, dagegen müssen wir Widerstand leisten. Und diese große rechte Erzählung ist die Klammer eigentlich von den besorgten Bürgern bis hin zu den harten Rechtsextremisten. Das erklärt, warum in Chemnitz auch diese Leute auf der Straße waren. Die besorgten Bürger rufen Widerstand, die Völkisch-Rechtsradikale, die machen so kleinere Sabotageakte, und die harten Rechtsextremisten, die zünden dann Flüchtlingsheime an. So. Aber diese Erzählung muss man aufbrechen, und genau da verläuft auch die Grenze zwischen konservativ und rechts. So, das klingt ja schon, dass alleine das Wissen alles zu haben, ist ja kein Mainstream-Wissen. Und wenn ich dann noch höre, und das ist ja auch ein bisschen, was du ansprichst, dass ein Milieu sich das Bürgerliche übernommen hat, dass ein Götz Kubitschek mit dem Antaios-Verlag, der ja auch hier ist, eine Debatte vor 2 Jahren, sehr wohl das Etikett konservativ bekommt. Was würdest du dem entgegnen, wenn ich dieses Wissen nicht habe? Ist es dann nicht auch eine Gefahr zu sagen, ich muss mir das erstmal überlegen, mit wem und wie? Ja, das ist eine Gefahr, aber auf der anderen Seite, soziale Beziehungen sehen nun mal so aus, dass man sich die Leute anschaut, mit denen man zu tun hat, und sich aussucht, mit wem man spricht. Das macht man jeden Tag. Und das ist auch sehr einfach, sich das auszusuchen. Und ich glaube, dass es am allerwichtigsten ist, das tatsächlich im gesellschaftlichen Nahbereich zu tun, also Familie, Freunde, Kollegen, da den Konflikt zu suchen. Ich glaube, dort gelingt es im gesellschaftlichen Nahbereich. Je weiter man weggeht und je weiter man versucht, professionelle Publizisten oder Akteure des Milieus zu aktivieren oder irgendwie umzukrempeln, umso mehr wird es verschwendete Energie. Und man muss notfalls auch Freundschaften brechen können, glaube ich. Man muss auf Familienmitglieder zugehen können. Das ist so das, was funktioniert oder wo vielleicht noch eine Chance da ist. Alles andere wird dann mit zunehmendem Abstand Energieverschwendung. Behaupten Sie? Also wie oft haben Sie das dann versucht, auch wirklich mit Geduld mit Leuten zu sprechen, die diese Weltbilder adoptiert haben? Also ich bin nun kein Sozialarbeiter, und ich hatte tatsächlich schon meine Austausche, also tatsächlich auch im persönlichen Bereich. Ich könnte jetzt die Frage zurückgeben: Wie viele Leute haben Sie umgekrempelt, beziehungsweise wie viele Stunden verwendet man darauf, jemanden umzukrempeln, und wären diese Stunden nicht an anderer Stelle besser verwendet? Sorry, ich hatte vergessen in meiner Plattung. Ich habe tatsächlich aktiv Aussteiger begleitet, tatsächlich, auch teilweise über einen längeren Zeitraum. Und nochmal, um auch auf diese inhaltliche Schiene zu kommen. Es ist so, dass die Rechte lebt davon, dass sie behauptet, es gebe Dinge. Die Rechte behauptet, es gibt den Bevölkerungsaustausch. Sie behauptet, es gibt die Islamisierung. Und manche Leute, wenn sie das nur oft genug hören, glauben das. Und das können Sie am allerersten dadurch aufbrechen, indem Sie dann auch diese Beweislast mal umdrehen und sagen, das behaupten Sie, wie kommen Sie denn darauf? Manche geraten dann schon ins Wanken. So. Und dann, wenn man dann mal weiter nachlegt, das Ziel muss einfach auch sein, dass die Menschen bereit sind, auch mal ihre eigenen festgezurrten Weltbilder, die sie so übernommen haben, zu hinterfragen. Das passiert nicht oft, aber eben in den Beispielen, wo ich es erlebt habe. Und wenn man sich diese Internetwelten mal anschaut, es funktioniert ja fast wie in einer Sekte, wie über den Tag ein, Tag aus: der Genderwahn, die Islamisierung, der Bevölkerungsaustausch, die GZ-Medien, der Staatsfunk. So.
Und diese Indoktrination ist sehr, sehr tief. Und sie kommen da nur ran, wenn sie versuchen, die Leute zu überzeugen. Klar, beim Großteil ist es zu spät dafür, aber ich glaube an die Kraft der Demokratie und des Arguments und der Rechten permanent den Gefallen zu tun, ihren Opferstatus auch noch dadurch zu bestätigen, dass man sie verjagt und beschimpft, spielt ihnen in die Hände. Dann kommt der nächste Artikel wieder aus dem Milieu, wo sie dann jammern und wehklagen, was ihnen wieder alles Gemeines widerfahren ist. Machen wir einen kurzen geistigen Cut. Wir halten kurz fest, du hast die persönliche Aufgabe genommen und sagst sogar Aussteigerprogramm, also du bietest sozusagen ein... Du bietest dich dieser Seite an mit einem konkreten Ziel, weil du auch die konservative Seite retten willst. Im Vorgespräch hast du mir auch gesagt, nicht alle können links sein. Und für dich ist ganz klar, eine bestimmte persönlichen Weg gehst du nicht, weil das aus bestimmten politischen Gründen nicht machbar ist. Das haben wir gehört. Jetzt gibt es aber diesen privaten Bereich und dann gibt es einen medialen Bereich. Lasst uns darauf gucken. Es gab viel Kritik, also jetzt schon seit einigen Jahren, über dieses Thema mit rechten Medien reden. Wer wird in Talkshows eingeladen? Wie wird über Themen berichtet? Wer berichtet über die Themen? Wie gut ausgebildet sind JournalistInnen, wenn bestimmte Leute eingeladen werden? Und wir hatten ja als eine Frage, gibt es überhaupt ein Format, in dem das funktioniert? Lasst uns nochmal darauf schauen und lasst uns mal über mediale Berichterstattung reden. Wie ist deine Meinung dazu? Ja, also ich sehe da halt eine Offenheit der Medien nach rechts, die es so nach links nicht gibt. Wenn Jutta Ditfurth einmal in 10 Jahren in eine Talkshow eingeladen wird, dann ist es ein Riesenskandal und Wolfgang Bosbach muss entsetzt den Raum verlassen, weil er es nicht aushält. Wenn auch nur auf jeden 10. Auftritt eines Meuten irgendwie Jutta Ditfurth käme zum Beispiel, dann würde ich mich gar nicht so laut beschweren. Aber diese Härte und diese Unpersönlichkeit, die es von vielen Medien nach links gibt, ist nach rechts einfach nicht. Und das ist so ein komischer sozialpädagogischer Konsens. Du hattest es vorhin angesprochen mit der akzeptierenden Sozialarbeit. Also man weiß ja, dass sich Beate Zschäpe beispielsweise in so einem Milieu radikalisiert hat. Beate Zschäpe war in einer akzeptierenden Sozialarbeit, dort sollte mit Rechten geredet werden, die sollten hochgepäppelt werden, stattdessen hat sie Leute kennengelernt, die genauso denken wie sie. Dann kamen noch mehr Sozialpädagogen auf sie zu, dann kamen Polizisten dazu, die sich um sie gekümmert haben und so entsteht eine Blase des Kümmerns und des Betüddelns und so weiter. So es sei denn, dass das hilflose Wesen die ständige Aufmerksamkeit und Unterstützung bräuchten. Sie brauchen aber irgendwo Grenzen und diese Grenzen kommen mir viel zu selten vor. Ja, die Frage ist jetzt, ob die Talkshow der Ort ist für Begrenzung. Wie siehst du das? Also ich glaube, man muss sich von dieser Idee verabschieden, dass man wirklich in eine gute, produktive Auseinandersetzung in den großen Talkshows mit Rechten kommt. Es gibt ein wunderbares Buch, das gerade erschienen ist bei Claire Cotter von Oliver Weber, das heißt Talkshows hassen. Da geht es auch um diese Mechanismen. Also die großen Talkshows, ich rede jetzt nicht vom Presseclub oder der Phoenix-Runde, das sind andere Formate. Aber diese großen Talkshows folgen einer Dramaturgie und da sind die Rollen klar verteilt. Und das führt dann dazu, im Endeffekt, dass sozusagen ist dann ein AfD-Vertreter da, übrigens, da möchte ich darauf hinweisen, dass man muss die AfD-Vertreter allein schon deshalb auch immer wieder einladen, schlichtweg die größte Oppositionsgruppe im Bundestag. Und wenn man es nicht macht, auch dann bestätigt man wieder diesen Hass auch gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also das wäre so gar nicht möglich. Aber im Endeffekt, dann sitzen meistens andere Politiker da, die sich auch mit rechten Ideenwelten nicht wirklich auskennen. Sodass das relativ fruchtlos ist. Im schlimmsten Fall läuft es so wie neulich bei Hart aber fair, wo dann Uwe Junge von der AfD eine Viertelstunde lang den allerhöchsten Redeanteil hatte, der danach kam man, glaube ich, 8% der Sendung. Und man muss klar sagen, es gibt gewisse Sternstunden, da gelingt das mal. Melanie Ammann hat das mal sehr gut oder kriegt das zum Beispiel regelmäßig wirklich sehr, sehr gut hin. Aber ansonsten sitzen da AfD-Vertreter, die sprechen ja nicht wirklich mit der Runde. Die lassen ihre Botschaften ab und wissen, da wird ein Millionenpublikum zu. Also das bringt nichts. Ich glaube, dieses Reden mit oder auch der Streit mit Rechten öffentlich kann eigentlich nur funktionieren 101 mit einem Moderator. Weil man dann die andere Person auch festnageln kann. In der Talkshow kommt jemand 5-mal pro Sendung dran, dann wenn man was sagen will, gab es wieder für andere Beiträge, das kann eigentlich gar nicht funktionieren. Aber mich würde das jetzt mal interessieren, weil das eine ist sozusagen festnageln, enttarnen, entzaubern, aber in gängigen Formaten werden Gäste eingeladen, wir haben jetzt eine gewählte Partei, wir haben Meinungen, die sind salonfähig geworden, ist das wirklich die Frage, wie siehst du das? Also viele Talkshow-Formate sind ja also private Produktionen, wenn ich mich nicht sehr irre, und die können sich natürlich aussuchen, wen sie einladen, die haben da keinen Proboss-Auftrag.
Erstens das und zweitens ist für mich die Frage, all das trägt ja weiter zu einer Normalisierung bei. Man schafft sozusagen Rituale, die sich dann selbst bestätigen. Dann lädt man diesen einen Typen ein, dann haben wir den schon letztes Jahr eingeladen, dann müssen wir ihn dieses Jahr auch wieder einladen. Das heißt, dadurch entsteht dann eine Regelmäßigkeit einfach durch die Normalisierung. Und der andere Aspekt für mich ist, warum sind sie denn meistens in diesen Talkshows? Doch nur aufgrund dessen, was sie angezettelt haben. Die mediale Logik ist, irgendein AfD-Politiker oder sonst ein Rechter sagt irgendetwas, alle empören sich, als Belohnung dafür wird er eingeladen und er hält auch sogar noch Sendezeit dazu. Und diese Belohnungslogik müsste mal durchbrochen werden. Dazu. Also man sollte eigentlich, also erstmal, wenn es aber nicht so ist, nur weil jetzt Anne Will und diese Sendung privat produziert werden, sie werden ja im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesendet, damit sind sie auch an den Rundfunkstaatsvertrag gebunden. Aber es wird viel mehr Sinn machen und das geht ja regelmäßig auch für die AfD nicht gut aus. Man sollte sie eben nicht einladen, ihren Lieblingsthemen immer Flüchtlinge oder auch über den neuen AfD-Skandal zu sprechen, sondern zu Themen wie Rente, Klima und so weiter. Denn dann wird es relativ, wird es schnell dünn. Wer das ganz gut neulich hinbekommen hat, war Dunja Hayali. Er hatte Meuthen zu Gast und drei Bürger. Diese Bürger waren Experten in ihren Bereichen, unter anderem im Klima. Und dann war eben dieser 1-zu-1-Austausch jeweils zwischen Meuthen und diesen Bürgerexperten mit Dunja Hayali als Moderatorin. Und da hat ja Meuthen keine besonders gute Figur gemacht in vielen Teilen, weil man dann merkte, er geriet im Schlingern und wich dann auf das nächste Thema aus. Also so kann es funktionieren. Aber wie gesagt, in den großen Talkshows ist eigentlich dieses Format, gibt das nicht wirklich her. Wäre das für dich eine Alternative zu sagen, wir reden mal über andere Parteipolitik? Naja, aber mittlerweile sind diese Leute ja auch sehr geschult darin, fast jedes Thema auf die Flüchtlingsfrage herunterzubrechen. Also allein schon, dass es dieses Thema, die Flüchtlingsfrage so gibt, ist ja ein Erfolg deren Agenda setzen. Das heißt, man kann fast jedes Thema darauf reinbringen, denn meistens geht es um Geld und um die Steuern und was das kostet. Und dann kann man sagen, ja, die Flüchtlinge bekommen so viel Geld. Also meistens gelingt es halt dann doch irgendwie, das Thema umzudrehen und diese Entzauberung gelingt dann eben nicht. Ja, aber das liegt ja an einem selber. Also dann kann man ja im Prinzip darauf beharren, zu sagen, wir sprechen aber jetzt nicht über die Flüchtlinge. Das hat uns Meuthen da auch, glaube ich, auf den Rücken sich, aber jedenfalls versuchen sie sehr oft. Aber dann kann man ja darauf beharren, dass man beim Thema bleibt. Das ist übrigens auch was die Rechte sehr gerne macht. Man nennt das Whataboutism, das Thema wechseln. Ganz beliebt, wenn man über Rechtsradikalismus spricht, dann kommt sofort, was ist denn mit dem Linksradikalismus? Das kann man mich übrigens gerne fragen, da bin ich nämlich auch sehr kritisch, aber wenn es um den Rechtsradikalismus geht, beharre ich in diesen Situationen darauf, wir sprechen jetzt aber nicht über Linksradikalismus. Versuchen Sie erst gar nicht irgendwie davon abzulenken, wir bleiben jetzt beim Thema. Und das ehrlich gesagt, also das ist jetzt nicht so schwierig, das muss man einfach machen. Das muss man vor allem erstmal lernen. Also das ist ja auch die Frage, ist das, und ich bleibe nochmal bei der Frage, wenn ein Format, sollte es ein Format geben, das das Ziel hat, Leute zu enttarnen, wenn es aber für ein mehrheitliches Publikum darum geht, ihre gewählte Partei vertreten im Fernsehen zu sehen, ohne mich jetzt mit der AfD allein zu machen, aber das ist eine faktische Tatsache, die man in der medialen Redaktionswelt diskutiert. Aber diese sogenannten Niederlagen der Rechten in den Talkshows, die kommen ja bei dem Publikum gar nicht an, sondern die Rechten schnipsen dann YouTube-Clips zusammen, wo drin steht, Meuthen zerstört Moderatorin XY und so weiter. Am Publikum bleibt letztlich nur die Siege hängen, die sehen diese Sendung total gar nicht. Ja, das sagst du jetzt so, du sagst es, das Publikum. Ich bestreite, dass es das Publikum gibt. Also es wird schon auch Leute geben, die vielleicht überlegen, ist das jetzt so stimmig, was da gesagt wurde oder vielleicht nicht. Und ich wäre auch mit diesem Begriff enttarnen, ich glaube, das hat sich fast ein bisschen überlebt. Also es ist ja schon so, eigentlich so klar, was die sind ja auch so hemmungslos inzwischen geworden. Es gibt gerade einen ganz tollen Aufsatz in der Zeit von einem der anderen Autoren des Buches Mit rechten Reden von Pierre Leo, Zeit Online, wo es auch um dieses Thema geht und der Text endet damit eben, es muss darum gehen, sie wirklich einfach auch darauf festzunageln, was wollen sie? Also beispielsweise fiktiv gesprochen, ich weiß nicht, ob ich es machen würde, aber angenommen, ich wäre jetzt in einem Gespräch mit Björn Höcke, dann würde ich nicht wie das ZDF versuchen, irgendwie, oh, ihre Parteikollegen meinen, sie wissen nicht, ob das Ziel der Hitler gesagt haben. Da kann er sich da rausfinden, unfair behandelt. Ich würde ihn fragen, was meinen Sie mit Remigration? Sie fordern in Ihrem Buch die Remigration nicht integrierbarer Migranten. Was heißt das? Wer legt das fest? Sie sagen, es wird zu unschönen Szenen kommen und die Bevölkerung wird moralische Spannungen aushalten müssen. Was meinen Sie damit, Herr Höcke? Deportation oder wie soll das aussehen? So, und ich glaube, wenn man das schafft, dass so jemand in der Situation dann wirklich Farbe bekennen muss
dann wäre viel gewonnen. Und das hat dann, glaube ich, auch, wenn jemand, dann muss er ja irgendwie sich dazu verhalten. Und das kann eben dann auch die Leute, die auf ihn reinfallen, abschrecken. Aber er kann sich auch wieder als Opfer darstellen. Er kann auch wieder sagen, oh, hier wurden mir unfaire Fragen gestellt oder hier hat das Framing nicht gestimmt. Also aus diesem Opferdiskurs oder aus dieser Belohnungslogik kommt man auf diese Weise nicht raus. Aber das glaube ich in dem Fall nicht, weil dann kann man ja, also um mal ein Beispiel zu bleiben, Sie haben das geschrieben, mich interessiert das, ich habe Ihr Buch gelesen, ich möchte gerne wissen, was meinen Sie damit? Also da wusste ich nicht, wie man sich damit zum Opfer machen will. Gut, ich glaube, wir werden keine abschließende Frage dazu finden, weil wir können ja nicht in die Köpfe der ZuschauerInnen gucken, was sie hören wollen und verstehen wollen. Man kann aber auf jeden Fall als Medienschaft eine Meinung für mich, ich zitiere mal kurz, das machen wir eigentlich auch immer, Sachen mitbringen, mit Politikern, die den Holocaust als Vogelschiss der Geschichte und das Shoah-Mahnmal in Berlin als Schande bezeichnen, gibt es nichts zu bereden. Eine Partei mit einem gefährlichen Scharfmacher und bester Neonazi-Kontakte als Landeschef hat alle Fragen bereits selbst beantwortet. Und deswegen spricht zum Beispiel die jüdische Allgemeine generell nicht mit der AfD. Das ist eine Haltung. Wir gehen raus mit einer Fazitfrage, die ich euch stelle, weil wir hatten das Thema 2 Jahre mit Rechten reden. Ihr hattet am Anfang gesagt, euer Fazit, an welchem Punkt wir stehen. Bei dir war es am Anfang, bei dir war es mehr oder minder am Ende. Wir brauchen Alternativen. Also wenn ich dich als Abschlussfrage bitte frage, wie hat sich denn dein persönlicher Umgang jetzt nach 2 Jahren, wenn du sagst, wir stehen am Anfang? Das heißt, du hast 2 Jahre ordentlich geackert, in Anführungszeichen, und stehst noch am Anfang. Wie geht es weiter für dich in der heutigen Situation, die ja schon weit brenzliger noch geworden ist? Ja, also wirklich weitermachen. Also ich sage fast in allen meinen Vorträgen, es wird nicht die eine große Rede geben, es wird nicht das Buch geben, nicht die Ansprache, nichts dergleichen, was irgendwie dieses rechte Denken wirklich zurückdrängt. Es wird zum einen, kann es klappen durch einfach entschiedene, gute, pluralistische Politik der etablierten Parteien und auch produktiven Streit, aber ansonsten im Freundes- und Familienkreis wird es mühevolle Kleinarbeit sein, dass wirklich jeder ganz persönlich versucht, die Leute, die er kennt und die noch zugänglich sind, von diesen Ideenwelten abzubringen. Und das wird uns die nächsten Jahre beschäftigen. Ich schließe noch eine Frage an. Wenn du sagst, wir hatten gerade hier, bevor das Panel begann, eben auch über die Twitter-Blasen gesprochen, in denen sich ja auch Kämpfe stattfinden, in denen man sich bewegt. Wie ist so da dein Fazit? Wie gehst du dafür nicht weiter? Weil vor 2 Jahren hatte man das Thema noch klein, jetzt findet da noch viel mehr statt. Ja, Twitter ist natürlich ein sehr aggressives Medium, was auch dazu zu sehr schneller Empörung neigt, auch zu Lagerbildung. Also sehr harte, selbst auch sozusagen innerhalb des etablierten Spektrums, harte Kämpfe zwischen Linken und auch Konservativen. Ich glaube, es wäre viel gewonnen, wenn man insgesamt, davon nehme ich mich auch gar nicht aus, also ein bisschen weniger emotional ist und erstmal überlegt, was sagt man jetzt, und sich immer überlegt, würde man jetzt auch in diesen harten Auseinandersetzungen, wäre man auch so hart, wenn man sich jetzt persönlich gegenüberstehen würde. Also so ein bisschen im Grunde diese erhitzte Temperatur wieder herunterzudämmen, von der auch die Rechten letztlich profitieren, kann auch gesamtgesellschaftlich oder in der Twitteria, wie man so sagt, auch vielleicht nicht ganz falsch sein. Danke dir. Und wie ist es für dich? Grenzziehungen nach 2 Jahren rechten Reden? Hat sich deine Position verändert oder wie wird sie in Zukunft sein? Ja, also auf Twitter blocke ich mittlerweile alle, die mir widersprechen. Das kann ich sehr empfehlen. Man lebt dann sehr viel angenehmer. Ansonsten kann man nur das machen, was man weitergemacht wird. Die Grenzziehungen, die zieht man halt nicht selbst. Und das ist halt so mein Problem auch mit dieser Idee mit rechten Reden. Und das geht nämlich von so einer Kontrollillusion aus. Man glaubt, man sei Herr oder Herrin der Situation und könnte sozusagen den Rechten die Agenda setten, und das stimmt einfach nicht. Also man ist bereits Opfer und man ist bereits eingespannt in so eine Medienstrategie, auch diese Veranstaltung hier. Sorgt eben dafür, dass man gar nicht so viel machen kann, außer den Rückzug auch zu organisieren und seine Verluste klein zu halten und auf Twitter blocken. Das kann ich nicht tun. Und vielleicht, wie es der Philosoph Philipp Bruch vom Zentrum für politische Schönheit empfohlen hat, generell nicht Politiker in Talkshows einzusetzen, sondern ExpertInnen zum Thema. In dem Sinne, wir sind bei Fasspunktlandung 43. Ich danke euch ganz herzlich für die Schnellversion der Streitbar. Ihr habt so wenig gestritten, aber man hat eure Konzernposition gehört. Und ich hoffe, dass wir in 2 Jahren dieses Thema nicht mehr hier auf der Buchmesse besprechen müssen. Schönen Tag euch. Ah ja.
Ach genau, und ich wurde darauf hingewiesen, kommt doch bitte zur nächsten Streitbar in die Bildungsstätte. Wie gesagt, jeden ersten Donnerstag im Monat und das wird jetzt sein am 6. November. Ausgegrenzt und diskriminiert sind Ostdeutschen die neuen MigrantInnen. Da gab es eine interessante These und Naika Forutan, die diese These unter anderem vertritt, wird dort sein. Schönen Tag euch noch.